Heute reden wir mal auf 10 Kinder mit echten Superkräften. Von Weiß Eule, das klingt interessant. Ja. Ah, ich teste heute mal mit dem Mikrofon aus ein bisschen. Wundert euch nicht, wenn es ein bisschen unsynchron aussieht. Stimme und mein Mund. Naja. Wie auch immer. Lass uns so sehen, oder? Und Play. Idio, hast du jemals davon geträumt, dass du eine Superkraft wolltest? Vielleicht möchtest du unsichtbar sein oder vielleicht super stark. Man würde vielleicht denken, dass das nicht möglich ist, aber wusstest du, dass es auf der Erde einige Kinder gibt, die unglaubliche Superkräfte haben? Von einem Mädchen, das keinen Schmerz empfinden kann, bis zu einem 5-jährigen Jungen, der unglaublich stark ist. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Ramses Sanguino ist ein 5 Jahre alter Junge, der in Los Angeles in den Vereinigten Staaten lebt. Er sieht aus wie ein normales Kind, aber der Junge hat das Savant-Syndrom. Dies ist eine Bezeichnung für jemanden mit einer autistischen Störung, der in einem bestimmten Gebiet ganz besondere geistige Fähigkeiten hat. Der Junge kann 7 Sprachen sprechen, darunter Italienisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch, Arabisch und Russisch. In jungen Jahren hat seine Mutter mehrere Fremdsprachen gezeigt und der Junge hörte sich gerne an, worüber sie sprachen. Dann beschloss der Junge, mehrere Sprachen im Internet zu lernen. Aber das ist noch nicht alles. Nach Angaben der Mutter zeigte der Junge Anzeichen von Telepathie und schließlich wurde ein Experiment durchgeführt. Nach 3 Treffen mit dem Jungen würde Dr. Paul in der Lage sein, ein gewisses Maß an Telepathie zu demonstrieren. Sie benutzte einen Generator für Zufallszahlen, um Zahlen auszuwählen, an die die Mutter denken konnte. Ramses war in der Lage, die Gedanken seiner Mutter zu lesen und zu erraten. Okay. Nummer 9. Ich zahle zwar keinen. Wir zahlen zwar keinen Beweis dafür, aber trotzdem. Wenn ich weiß, krass. Chuzu, einer Stadt in China. Er ist ein gewöhnlicher Junge, der zwischen 20 und 35 Kilogramm wiegt, aber ansonsten übermenschliche Kräfte besitzt. Er kann seinen Vater tragen, der mehr als 90 Kilogramm wiegt. Darüber hinaus trägt er problemlos einen Sack mit 100 Kilogramm Zement. Nach Angaben seines Vaters verdankt er diese Superkräfte dem Essen. Er isst 3 Schüsseln Reis oder Nudeln pro Tag. Als der Junge mit seiner Familie und seinen Freunden Seil ziehen ging, hat er sie alleine geschlagen. Jans Vater hat ein Video hochgeladen, in dem er ein Auto voller Menschen nach vorne zog. Aber das schon Hotkotze am geteilt. Als er erst 9 Monate alt war, konnte er bereits 2,5 Kilo schwere Ölfässer ohne Probleme hin und her heben. Am Ende ist es Yangs Traum, Olympiasieger im Gewichtheben zu werden. Nummer 7. Gabby Gingras ist ein Mädchen aus Minnesota in den Vereinigten Staaten, das Gymnastik und Brettspiele liebt. Sie schaut auch sehr zu ihrer älteren Schwester auf. Es ist immer jemand da, der ein Auge auf sie hat. Der Grund dafür ist, dass das Mädchen keinen Schmerz empfinden kann. Wenn sie zum Beispiel auf den Boden fällt oder die Treppe hinunterfällt, fühlt sie keine Schmerzen. Deshalb trägt das Mädchen jeden Tag einen Helm und eine Brille. Der Grund für die Brille ist, dass sie sich in der Vergangenheit am Auge verletzt hatte und die Ärzte dafür gesorgt haben, dass ihr Auge auf eine Weise geschützt bleibt. Außerdem mussten ihr die Zähne entfernt werden, weil sie nicht fühlen konnte, wann sie sich gebissen hatte und ob das weh tat oder nicht. Inzwischen ist das Mädchen 18 Jahre alt geworden und hofft, in Zukunft ein normales Leben wie alle anderen führen zu können. Nummer 6. Nananda Muni Krishnan ist ein 9-jähriges autistisches Mädchen aus Indien mit einer besonderen Gabe. Sie kann die Gedanken ihrer Mutter lesen. Am Anfang war es für ihre Mutter schwierig, dem Mädchen zum Beispiel beizubringen, eine Kaffeetasse zu benutzen. Das Mädchen hatte auch Sprachprobleme. Aber das Besondere ist, dass sie in der Lage ist, die Gedanken ihrer Mutter zu lesen und zu erzählen, bevor ihre Mutter die Worte ausspricht. Und wenn die Familie als Überraschung irgendwo hingehen möchte, weiß das Mädchen, was sie überhaupt sagen. Eine Reihe von Wissenschaftlern und Journalisten waren bei ihr zu Hause, um zu sehen, ob die Geschichten wahr sind. Und es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich die Gabe hatte, die Gedanken ihrer Mutter zu lesen. Selbst als man die Mutter in ein anderes Zimmer gebracht hatte, gelang es ihr, die Worte oder Gegenstände, die ihre Mutter aufgeschrieben hat. Ja, aber bei anderen Personen wäre es dann schwer, glaube ich, gell? Schon, wenn man Leute kennt, kann man ein bisschen wissen. Möchtest du dich an Dinge erinnern, die du während deiner Kindheit und in der Vergangenheit getan hast?
Wenn man älter wird, vergisst man viele Momente. Aber das ist bei dem 11-jährigen Aurelien Heyman nicht der Fall. Er erinnert sich unglaublich detailliert an alles, was in seiner Vergangenheit passiert ist. Er konnte sich daran erinnern, was er gegessen hatte, welche Kleidung er trug und welche Lieder er im Radio hörte. Im Jahr 2012 wurde er in einem Dokumentarfilm von Channel 4 mit dem Titel Der Junge, der nicht vergessen kann, gezeigt. Du wirst dich fragen, wie das möglich ist. Der Junge hat ein sehr autobiografisches Gedächtnis namens Hyperthymesia. Das ist sehr selten und es gäbe nur wenige Menschen auf der Welt, die so etwas tun könnten. Laut einem Professor an der Universität Halle, der ihn getestet hat, hat der Junge sich immer richtig erinnert. Nummer 4. Dies ist die besondere Geschichte von Emma Tablet. Diesem Mädchen wird eine psychische Fähigkeit nachgesagt, mit der sie Feuer erzeugen kann, indem sie ihren Geist kontrolliert. Das wird auch Pyrokinese genannt. Es gibt keinen hundertprozentigen Beweis dafür, dass sie es tatsächlich tun kann, aber es gibt Geschichten von Menschen, die es können. Emma lebt auf den Philippinen, auf den Inseln, in den westlichen Visayas. Es verbreiten sich Geschichten, dass Emma mit dem Feuer des Geistes Feuer entfacht hat. Der Bürgermeister kam eines Tages vorbei und den Geschichten zufolge hätte das Mädchen ihm erzählt, dass etwas in Brand geraten würde. Und es geschah tatsächlich. Ein T-Shirt fing Feuer. Danach dauerte es nicht lange, bis die Nachrichten über Emma herauskamen. Alles, was sie machen musste, war das philippinische Wort für Feuer zu sagen. Wir haben keine Ahnung, ob das wirklich wahr ist, aber es könnte sein. Das steht Dori gerade, gell? Hab gerade überlegt, wie heißt die Attacke da? Nummer 3. Lucas Murray ist ein 5-jähriger Junge aus Dorset im Südwesten Englands, der blind geboren wurde. Er ist einer der ersten Briten, der in der Lage ist, seine Umgebung mit einer Technik zu visualisieren, die von Fledermäusen, Delfinen und einigen Walarten verwendet wird. Diese Technik wird Echolokalisierung genannt. Die Echolokalisierung, die durch Zungenschnalzen am oberen Ende seines Mundes ausgelöst wird, ermöglicht es ihm zu erkennen, wie nahe Objekte sind und woraus sie bestehen. Diese Technik wurde ihm von Daniel Kish beigebracht. Lucas hätte diese Technik schnell gelernt, aber er fand sie schwierig. Lucas' Mutter sagt, dass ihr Sohn aufgrund der Echoortung eine fantastische Zukunft hat. Heute kann er mit Freunden laufen, Basketball spielen und auf einen Trampolin springen, ganz alleine. Diese Veränderung hat auch sein Selbstvertrauen gestärkt. 2, was haben wir da? Nummer 2. Liam Höxtra ist ein Junge, der in die Nachrichten kam, weil er unglaubliche Macht hat. Er hat eine Muskelhypertrophie, bei der das Muskelgewebe durch Vergrößerung des Volumens einzelner Muskelzellen an Größe zunimmt. Liam lebt in Roosevelt Park, Michigan, in den Vereinigten Staaten und hat wenig bis kein Körperfett. Aus diesem Grund ist sein Körper bis zu 40% Muskeln. Er ist nicht nur muskulös, sondern auch extrem stark, schnell und wendig. Als er noch ein Kleinkind war, konnte er bereits Gewichte heben und mehr Liegestützen und Sit-Ups machen als die meisten erwachsenen Männer. Alter. Im Alter von 3 Jahren konnte er bereits schwere Gegenstände heben. Liam hat zwei Leute hier, oder was? Wir denken, dass jeder so viel wie möglich essen möchte, ohne zuzunehmen. Und Liam kann das tun. Der Junge hofft, dass er in Zukunft an der Strongest Man Show teilnehmen kann. Mann, was alles passiert in der Welt gibt, ey. Nummer 1. Nong Yuhui ist ein Junge aus China, der 2012 in den Nachrichten war, weil er Katzenaugen haben würde. Er wurde mit besonderen blauen Augen geboren. In China sind die Augen der Menschen normalerweise dunkel. Seine Eltern haben auch braune und schwarze Augen, was aber das ist nicht alles, was den Jungen besonders macht. Seine Superkraft besteht darin, dass er in völliger Dunkelheit sehen kann. Er kann zum Beispiel in völliger Dunkelheit Bücher lesen und in einem stockdunklen Raum ganze Fragebögen ausfüllen. Für viele Wissenschaftler ist das ein großes Rätsel und sie haben keine Ahnung, wie es möglich ist. Wow, krass, die Eltern des waren dadurch besorgt und erlaubten Ärzten, Untersuchungen durchzuführen. Es stellte sich heraus, dass er besonders lichtempfindlich ist. Seine Augen sehen sogar grün aus, wenn sie mit einer Taschenlampe beleuchtet werden. Die Ärzte gehen davon aus, dass sich seine Augen wieder normalisieren werden, aber das ist noch nicht geschehen. Okay, ich glaube, das war das Ende. Gucken wir nochmal bei unserem Umfrage vorbei. Gucken nochmal an. 30 Stimmen abgegeben, Rathausplatz liegt vorne. Finde ich super. Sonntag ist Einsendeschluss. Montag verkündigt. Ja. So, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video ein Like. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht habt. Schaut gerne mal alte Videos vorbei. Hilft mir auch ein bisschen. Ja, und wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dann, tschüss.